Freunde, beruhigt euch. Wir machen erst den Elementarschaman und gehen dann der Reihe nach durch. Wir gucken jeden Speck an. Alles, okay? Hier wird nichts übergangen. Okay. So. Wir schauen erstmal rein, was denn die Schamanen neues Baseline-mäßig kriegen. Ja gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Chain. Okay, jeder Schamane, das heißt, auch der Ele hat Chain Heal. Aha. Fein, fein, fein. Flame Tongue Weapon. Das heißt, man kann seine Waffe als Schamane wieder buffen. Ja, haben sie auch wieder was Altes neu aufgelegt. Frostschock. Oha, nein. Jeder Schamane kann Healing-Tide-Totem die ganze Zeit stellen. Oh, Lightning-Schild ist wieder zurück. Feuertotem ist zurück. Oh. Freunde der Nacht. Das sieht ja gut aus. Und der Ele kann sogar Mini-Hits verteilen. Sehr gut. Was ist das denn? Primordial Bolt. Blast your time with a Primordial Bolt, dealing Shadow Damage and play Flameshock to enemy or heal an ally. Oho! Ein AOE Lava Burst. Huhu! Oh, der ist schmeckt, würde ich sagen. Ja, das ist wahrscheinlich ein Tooltip-Fehler. Das wird bestimmt noch angepasst werden, Slick. Bin ich mir ganz sicher, dass das dann irgendwie Feuerschaden wird. Keine Sorge. Das wird Shadow-Schaden. Ist wahrscheinlich ein Tooltip-Fehler. Da kommen wir noch hin, Razagul. Spoiler nicht zu sehr rein, Bruder. Ja, ja, ist ein Anzeigefehler. Aber ein AOE-Lava-Bolt, Freunde, alle 45 Sekunden? Piu! Wer hat Bock? OMG-Spiel Alien Mystic plus Comeback. Das ist Shadow Damage, das wird ein Tooltip-Fehler sein, Stefan. Bitte, ganz kurz nur für euch. Es ist die Alpha, sprich, das ist das Erste, was die Leute öffentlich zu sehen kriegen. Okay? Da sind noch Fehler, da werden noch Sachen angepasst, man kann noch nicht so weit leveln, okay? Deswegen, es steht zwar Shadow Damage, aber es wird Safe Fire Damage werden, okay? Bin ich mir ganz sicher, dass sie das noch ändern werden, weil Schattenschaden macht halt keinen Sinn, Gotzen. Da die Fähigkeit von dem Kampf... Wirklich? Shadow, okay. Würde für mich jetzt kein... vielleicht... Ja, okay. Wie lang ist die Laufzeit von Flameshock? Basti, du sagst erstmal Hallo, bevor du hier reinkommst. Erstmal deine Kekse setzt, nicht mal Hallo sagst, du Schlingel. Wie lange die Laufzeit von Flameshock ist, gucken wir mal. 18 Sekunden. Ja, 18 Sekunden. Moment mal. Hä? Hä? Die Verlosung geht bis 12 Uhr, Funky. Hä, Moment mal, ey, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Wieso kann ich denn... Haben sie dem Schamanen Dings weggenommen, Chat, oder bin ich jetzt blöd? Haben sie ihm jetzt... Gibt kein... Oha, das ist mir gerade erst aufgefallen. Gibt kein Maelstrom mehr. Habe ich gerade gesucht, ist mir gerade gar nicht aufgefallen im ersten Moment. Aha. Alter, Ele wird ja richtig sexy. Shit. Thank you.
Oha. Dann ist der Schaman ja die komplette Kite-Maschine. Nee, Blitzschlag im Lauf. Das war das Erste, was ich auch geguckt habe. Hot Seat, das Erste auf der Blitzschlag. Okay, das wäre komplett krank. Also wenn sie das machen würden, nee, du kannst nicht im Laufen kasten. Nee, leider nicht. Das wäre auch zu crazy shit, ne? Der kommt gleich, Frimey. Ja, du kannst halt, guck mal hier. So, und jetzt kannst du einfach von ihm die ganze Zeit wegrennen. Ah, krittet natürlich nicht so krass, ne? Guck mal. Du hast jetzt... Warte mal, das müssen wir gleich gucken, ob das ein Talent ist. Warte, gucken wir gleich Chat. Ist natürlich nicht effektiv gerade, aber warte mal, das gucken wir jetzt gleich mal kurz an. So. Spiritwalker's Grace. Hat der Ele jetzt Spiritwalker's Grace Baseline? Man muss es nicht mehr skillen, man hat das Baseline. Alter, Ele wird richtig sexy. Ele wird richtig... Alter, was machen sie denn mit dem Shami? Blizzard! I like! I feel! Also richtig, richtig geil. So. Jetzt gucken wir uns die Talente an. Ich kenne sie eigentlich auswendig, aber... Wir gucken trotzdem mal kurz rein. Earthen Mage, Echo of the Elements, wirst du mit Echo of the Elements spielen. Elemental Blast. Hoppala. Na. So. Aftershock. So, jetzt bin ich mal gespannt. Echoing Shock. Shock the Target für seine Elemental and create an Essel Echo. Moment. Also Shocking the Target. Okay. Earthfield, ja gut, das ist Master of the Elements, Storm Elemental, Liquid Magma, Windrush Totem. Ja, der Rest ist alles gleich, nur da haben nichts geändert. Aber das haben sie, ist halt das neue Talent. Moment, ich mach mal kurz, was du gesagt hast. So. Also. Gibt es Stormkeeper überhaupt noch? Nee, Stormkeeper gibt es nicht mehr. Stormkeeper gibt es nicht mehr, Stefan. Stormkeeper... Doch, ich bin so dumm. Klar, gibt es Stormkeeper. Nevermind, mein Fehler. Warte mal, So, was wolltest du? Mach mal Burst von Stormkeeper into Echo Shock into Blitzschlag. Ich weiß nicht, ob der Mob so lange lebt. Ich versuch mal, Stefan. Okay, der Burst ist auf jeden Fall heftig. Also der Wirf ist halt echt heftig damit. Stormkeeper. Zwei Lightning Bolts. Dann Echoing Shock. Ne, du musst das glaube ich anders machen. Du castet erst Stormkeeper. Alter, Volality, es gibt so viele Totems, ich komme gar nicht mehr, guck mal hier, Healing-Gedöns, ich komme da gar nicht mehr hinter, es gibt so viel geilen Scheiß bei mir, guck mal hier, Searing-Totem gibt es jetzt neu, Lightning-Schild, ne?
ist natürlich jetzt nicht ganz so interessant, weil, ja, ne, du musst dafür ja gehittet werden, aber sowas hier, ne? Dass du deine Waffe wieder enchanten kannst. Ne? Ja, also Ele hört sich richtig, richtig geil an. Ne? Also Shami sieht wirklich saftig aus. Auch solche Sachen, ne? Dass er halt jetzt ein bisschen mit Support heilen kann und sowas. Alles richtig, ne? Mit Chain Heal und so, ne? Kein Maelstrom mehr. Alter. Also richtig geil. Egal, Chat. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Denkt bitte alle dran, ne? Paladin hat wieder auch ein Holy Mole, richtig, ne? Wir verlosen gerade eine Heroic Shadowlands Edition. Jeder kann mitmachen bei mir in der Community. Ja, ihr müsst mir nur ein Follow hier auf dem Kanal dagelassen haben. Das kostet aber nichts. Ja, jeder kann mitmachen. Ihr müsst nur eure Kekse setzen. Ausrufezeichen Kekse. Könnt ihr sehen, wie viele Kekse ihr habt. Ausrufezeichen Ticket. Leerzeichen die Anzahl Kekse setzen. Und dann verlosen wir um Punkt 12 Uhr einmal eine Heroic Shadowlands Edition auf den Nacken von Blizzard und mir. Endless Pappe. Kuss, mein Bester. Grüße dich. Ich hab dich gerade im Chat lurken sehen. Ja, also von daher, gönnt euch, Freunde. So, wir machen weiter. Als nächstes haben wir den Enhancement-Shami. Wo sind die Enhancement-Schamanen? Das Krasse ist, ne, ihr kleinen Schlingel im Chat immer. Alle haben heute schon reingeschrieben, Kimo, unbedingt Enhancer angucken. Enhancer ist so viel Liebe. Enhancer wird so krass werden, ne? Aber nochmal moin moin. Oh, hab schon Hallo gesagt. Dann habe ich es überlesen. Kuss. Ja, also deswegen bin ich jetzt mal richtig gespannt, was sie mit dem Enhancer machen. Krieger hatten wir als allererstes, Rob. So. Okay, erstmal ein Drittel der Spells vom Schaman. Was ist das? Oh, nee, oder? Windfury is back in Retail, Chat. Windfury is back in Retail. Your auto-attacks have a 10% chance to instantly attack again. So, wir müssen mal gucken. Und dann kommen noch so geile Sachen hinzu, wie zum Beispiel. Wo ist es? Ullefurt, hui! Danke für 10 Monate, Kuss mein Bester, Dankeschön für den Support. Seit WOTLK, einzig wahre Liebe, stark. Ja, also es gibt Windfury wieder. Die Frage ist, gibt es auch einen Windfury? Nein. Moment. Juhu! 3 Monate, Endless Pappe, Kuss. Dankeschön, mein Bester. Vielen, vielen Dank. So. Maze, warte mal. So. Moment, kann ich das jetzt auf beide Waffen entscheiden? Ach komm, mach keinen Scheiß. Nein! Wollen Sie mich verarschen? Was wird denn der Enhancer dann für eine Single-Target-Maschine? Mit Windfury, Doppel-Flame-Tang. Waffe des Windsons gibt's auch bei Enhancern. Ach komm, hör auf. Ja, so weit war ich ja noch gar nicht. So weit, ich bin ja noch hier am Anfang. Chat, beruhigt euch. So weit bin ich ja noch gar nicht beim Enhancer. Ich bin gerade ultra gehypt. Also Shami sieht so stabil aus. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen hinbinden soll, die 5000 Dinger hier alle. Krank. Krank. Was machen sie denn mit dem Shami, Alter? Shami sieht so heftig stabil aus, Chat. Der hat ja alles wieder. Und ich habe ja nur die Base an. Ich guck, jetzt gehen wir erstmal in den... Ey. Heftig, Junge. Heftig. Also Windfury-Totem.
Das ist. Moment. Party-Members. Oh, das heißt, Freunde, Enhancer wird wieder im Raid mitgenommen, weil er der ganzen Melee-Gruppe Windfury Totem stellt. Oh. Das ist egal, Petty Sunny. Jeder will jetzt wieder einen Enhancer in der Gruppe haben. Weil Windfury Totem für die ganze Gruppe. Da wird jeder wieder rumcryen. Und Windfury Weapon. Moment mal. Was soll das denn werden? Das wird doch die komplette Auto-Hit-Maschine. Er hat Windfury Totem. Er hat Windfury auf beiden Waffen gebufft. Plus auch noch... ich muss eine fucking Puppe. Überleg mal, Alter, was... Der Shami wird nur noch rumkloppen wie ein Behinderter. Nein, lass mich jetzt gehypt sein, Maito. Das hat nichts mit ruhig sein. Überleg mal, warte, ich gehe mal hier zum Mob. Die haben halt viel zu wenig Life. Eigentlich. Oh, ich habe jetzt schon Blatt das angemacht. Aber nicht so schlimm. Wir machen jetzt nur mal Auto-Hits, Chat. Ach, ich hatte noch Cooldown. Scheiße. Jetzt komm her, du blöder Mob! Wie er von mir wegrennt, ne? Wir machen jetzt nur Auto-Hits, Chat. Wir gucken mal, wie das so aussieht schon. Okay, hatte ich mir etwas stärker vorgestellt. Hatte er diese Instant Lightning Bolts Procs auch jetzt schon? Okay, hatte ich mir jetzt was stabiler vorgestellt. Ich geb's zu. Please, na, Fans, Azuma, fick dich. Das, was dir besser gefällt, das Dingo. Worauf du mehr Bock hast. Ich glaube, ich werde als Enhancer leveln. Safe Call, Mann. Ne, Mon kommt noch. Aber alleine, dass Shami dann wieder nutzvoll ist im Raid-Chat. Alleine das, dass ein Enhancer wieder nutzvoll im Raid ist. Das ist doch einfach nur Pock, oder? Mal ganz ehrlich. Ja, das Lennox mache ich beim nächsten Mal, ja. Moin, was sagst du zu Alpha? Wir gucken uns gerade Kalito nur die Klassen an. Also wir sind noch gar nicht so weit, dass wir wirklich gelevelt haben. Das machen wir morgen. Heute gucken wir nur alle Klassen durch, gehen jeden Spec durch, jedes Talent und schauen, was es Neues gibt. Morgen leveln wir zusammen. Ja, also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Sind Secondaries auch back? Aka Hitchunks? Nee. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ihr fangt dann auf Stufe 50 an, habt Item Level 75, also ATM jetzt so, und ihr seht, man hat 9940 live, also ein bisschen weniger als 10.000, und das sind so die Baseline Stats, die ihr habt. Also ich muss sagen, Retri Paladin und bisher Schamane gefällt mir mit Abstand am besten, aber es ist eine Alpha. Das heißt, alles, was wir gerade sehen, wird eh noch kommen. Also die anderen Klassen werden auch noch überarbeitet. Aber man sieht halt einfach, Retri haben sich richtig viele Gedanken gemacht und Schamane auch, ne? Druide kommt noch.
Nee, warte. Summons a Wind Fury Totem with 5 health. It's a feat of the caster for its permanent party members. So have a chance with the auto attack to swing an extra time. Also Schwung. Wahrscheinlich dann nur dafür, für die Mini-Gruppe. Oh, Crazy Shift. Schau dir mal das VOD von Anfang an an. Da siehst du es beim Retner. So, Freunde. Wir müssen uns aber noch die Talente anschauen vom Enhancer. Ja? So, Enhancer-Talente. Bolt of Fist, Forceful Winds. Okay, Elemental Blast bekommt der Enhancer zurück. Das war, glaube ich, richtig stark, ne, beim Enhancer, oder, Chat? Ich weiß gar nicht mehr, ne? Und hallo Gotti, mein Lieber. Weil Lightning Shield ist ja jetzt Baseline. Lass das ausprobieren, Tyrol. Wir probieren das einfach jetzt direkt aus. Komm, wofür sind wir denn jetzt hier auf der Beta? Wir probieren das einfach aus. So, wo ist hier ein Mob? Komm mal her. Komm mal zu Papa. Ja, er ist instant. Pock. Okay. Alles klar. Er wird zu einem Instant. Ja, moin. Okay. Lassen wir einfach so stehen. Uff. Schurke haben wir schon, Minosante, ne? Eieieiei. Das wird geil. Also Schamane sieht so gut aus. Ah, richtig saftig. Also, Instant Elemental Blast, das schmeckt. Das schmeckt. Im VOD, Mads Magic. So, wir gucken mal weiter. Landslide, okay. Wir müssen gucken. Hot Hand ist neu. Melee Attack, Attacks with Flam Talk, Weapon Activation, Reduce the Cooldown of Lava Lich, befindet and increase the damage of Lava Lich. Oh, das hört sich auch stabil an. Wahrscheinlich wirst du es dann irgendwie so spielen, dass du auf der Mainhand Windfury hast und auf der Offhand Flam Tonk, ne, wenn du das spielst, ne? Oder? Was meint ihr? Du wirst wahrscheinlich nicht mit doppelt Windfury auf beiden Waffen spielen, ne? Ja, nee, ich überlege gerade nur, Kajuto, weil ich selber keinen Enhancer gespielt habe bisher, ob es Sinn macht, dadurch, dass du ja Flam Tonk wieder hast. Ja, denke ich nämlich auch, Tyro, ne? Ja, ich weiß, dass es getauscht wird. Ich überlege nur gerade dadurch, dass du wieder Flam Tonk hast. Guck mal, der Unterschied ist auch, your next Lava Lash kostet nur Maelstrom and deal 100% Damage. Und jetzt machen sie 8 Sekunden lang wird von Lava Lash der Schaden um 100% angedacht. Also das ist ein extremer Buff nochmal. Das darfst du nicht vergessen, ne? Also du hast dann für 8 Sekunden mehr Damage auf Lava Lash und nicht nur für den nächsten Tag, ne? Freunde, hört ihr mir zu alle so, was ich gerade sage? Das alte Hot Hand war ja nur das auf den nächsten Lava-Lech. Jetzt hast du 8 Sekunden lang 100%. Nö, nein, nö, ich höre nie zu. Okay, alles klar, Chat. Warum rede ich's? Warum erkläre ich's dann überhaupt? Lassen wir einfach so stehen. Okay. Spirit Wolf ist Shield Static. Das ist einfach nur wieder so CC-Reihe. Hailstorm, Searing Assault, Overcharge. Gucken wir mal. Guck mal, Hailstorm haben sie auch geändert. Das ist jetzt Stormstrike now resets the cooldown of your shock spells. Alter, das ist doch nicht ihr Ernst. Sie buffen ja fast jedes Talent. Guck mal hier. Flame Tongue now causes the target burn for bla 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 fire damage over 6 Sekunden. Und jetzt
Strike your target with your offhand weapon, aber es sind Minuten Cooldown, ne? Das war halt immer, das ist jetzt Minute Cooldown. Strike your target with your offhand weapon for 270 fire damage for the next 10 seconds. Your swinging totem takes 100% faster and your flame shock period is reduced to 60%. What? Shock CD Reset? Ja, mit Hailstorm. Wenn du Stormstrike benutzt. Ey, es gibt so viel Scheiß beim Feral. Beim Enhancer. Krank, Mann. Thundering. Wait. Du hast Stormkeeper als Enhancer? Also kannst du skillen? What the fuck? Sie haben Fury of Air rausgenommen. Ja, die Ken ist am Arsch, Alter. Aber die braucht ihr doch gar nicht, um das geniale Gameplay hier zu sehen. Cam ist müde. Aber hol dir auch eine neue. Ja, wenn ich mal mehr Geld verdiene, hol ich mir mal eine neue. Thundering. Okay, das bleibt gleich. Aber das ist halt Stormkeeper auch ins mit 5 Mainstream Stacks. Ja, das weiß ich, Stefan. Aber allein, dass die Möglichkeit halt gibt, ist wahrscheinlich für PvP interessant, Stormkeeper, weil du dann halt einfach so richtig reinbursten kannst, ne? Heute Nachmittag und Abend wieder was ab. Also richtig geil, Mann. Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr über bisher Elenhancer? Das ist doch wohl mit Abstand das Krasseste, was sie bisher gemacht haben, oder? Das hört sich richtig gut alles an. Also finde ich auch geil, dass sie... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch geil, dass sie halt so einer Klasse wie Enhancer jetzt Sachen geben. Wie gesagt, du wirst Enhancer im Raid mitnehmen, einfach wegen Windfury Totem. Es ist einfach. So. Wirst du in der Milli-Gruppe den Enhancer mitnehmen wollen? Mal gucken, wie sie es noch anpassen. Ja. Geh mal End of Rest. Ja, machen wir doch jetzt. So. Der Heal-Schamane. Achso, schauen wir mal, ob er 2 antragen kann. Ja, das mache ich noch kurz. Aber ich glaube nicht, weil es hier keine Zweihandwaffe gibt. Ich glaube nicht, Zweihand. Was ist das? Ich guck mal gerade, ob hier irgendwo steht Requires One-Hand-Weapon. Nur Stäbe. Unwahrscheinlich. Ah, okay, gut. Das wusste ich nicht. Gut, dann gehen wir mal rüber zum Heiler. Freunde, denkt dran, ne? Ihr könnt noch eine Heroic Shadowlands Edition bei mir gewinnen, ja? Einfach Follow da lassen und mitspielen. Es schauen 1000 Leute zu und 200 haben sich das eingetragen. Jeder kann mitmachen. Nur ein Follow auf dem Kanal lassen. Ganz easy, Chat. So, was haben wir hier? Das ziehen wir auf jeden Fall an. Und das. So. Aber bei dem Einstand aufhört, das geht schon. Ja, richtig, richtig. Doch, das geht, OT Spooner. Einfach oberhalb vom Stream. Pass auf, ich zeig's dir kurz. So, du gehst einfach hier oben, wenn du auf meinen Stream gehst. Drückst du erstmal hier auf den Sub-Button. So, du gehst einfach hier oben, wenn du auf. Ja, erstmal auf den Sub-Button gehen. Und danach gehst du auf Videos. Und dann kannst du dir einfach hier aktuelle Übertragung. Und kannst dir dann hier den Stream angucken, nochmal in Ruhe. Das kommt aber auch noch alles auf YouTube. Für eine Heroic Shadowlands Edition war krass sponsert von Blizzard. So, jetzt aber. Der Wiederherstellungsschamane. Hat auch alles, ne? Das heißt, Schamane muss im Raid dann auch die ganze Zeit Swinging Totem stellen. Um Damage zu machen. Guten Morgen, Heiko, mein Schatz. Und Nick alias Halden, ich danke dir für 4 Monate. Kuss auf die Nuss. Danke dir für den Support, mein Bester. Vielen, vielen Dank. So, ich bin mal gespannt, ob der Schamane jetzt... Okay, das sieht alles...
Noch nichts Neues aus. Ich will aber kurz hier reingucken. Lavabest. Nein. Es gibt das Wasserschild wieder. 30 Mana alle 5 Sekunden, Chat. Und er hat Baseline wieder Earthshield. Ich weine gleich. Er hat Baseline Earthshield und er hat Water Shield. Nein, er hat wieder Water. Warum sie das jemals auch weggenommen haben, es ist nicht in meinen Schädel gegangen. Warum dem Schaman das Wasserschild wegnehmen? Warum? Ich habe es nie verstanden, dass sie ihm das weggenommen haben. Nie verstanden. Und sie geben es ihm wieder. Oh! Schamane sieht so gut aus einfach. Holy shit. So. Ich freue mich gerade. Ich habe gerade fast ein bisschen Pipi in den Augen. Okay. Irgendwas für auf die Waffe bekommt Schamane nicht unbedingt. Das heißt, wir würden dann als Schamane Flame Tong enchanten. Um dann halt ein bisschen Damage mitzumachen. Aber das ist ja auch was Positives. Besser als gar nichts, ne? Also dementsprechend hat im Moment. Moment. Mana Tide? Hat Shami im Moment in Retail Mana Tide? Ich habe nie Healer gespielt, außer in der Arena. Nee, ne? Es gibt kein Mana Tide. Blizzard. Oh, es gibt Mana. Oh, ich hab fast Pipi in die Augen, ey. Es gibt Mana Tide wieder. Es gibt wieder Mana Tide. Ja, aber der alte war doch so gut, Lennox. Der hat mir so viel Spaß gemacht. Oh, Reroll, Alter. Reroll. Auf Mana Tide. Da steht es. Wieso kann ich nicht? Naja, egal. Da steht es wieder, Mana Tide. Auch sowas wie Erdschild dann einfach wieder abhalten auf dem Tank, ne? So gut, Chat. Was sagt ihr? Ele und Shadow haben wir schon durchgehabt, Juma. Wird ultra gut werden. Ele wird... Also Schamane sieht mit Abstand bisher am besten aus. Holy shit. Die Age kommt noch, Tete. Krass, Mann. Krass, ey. Ich bin absolut begeistert gerade. So, Talente, Chat. Wir gucken uns die Talente an. So, Torrent, Elation, Unleash Leave. So, Search of Earth. Consume up to 3 charges Earth Shield to heal up to 6 allies near your... Du wirst wahrscheinlich trotzdem mit Echo of the Elements spielen, aber das ist auch ein geiles Talent. Da hast du halt in der Melee-Gruppe immer halt so ein AOE-Heal noch drin mit 20 Sekunden Cooldown, ne? Mystic Plus, genau, Mochi-Gibchen. Für Mystic Plus auch geil. Durch das kommt mir so ein bisschen fies, aber das ist ja zum Beispiel das Problem beim Schamane, ne? Gerade in Mystic Plus hat der halt nicht die Möglichkeit, 5 Leute schnell hochzutoppen, wenn Damage reinkommt, ne? Das kleine Heal-Totem noch, du meinst Healing-Stream-Totem. Ja, gibt es sogar mit 2 Aufladungen immer noch. Guck mal, du kannst alles gleichzeitig stellen. Hier Healing-Tot, Mana-Tide, Spirit-Link, hier noch, zack, hier Stun-Totem, alles, Totems. Let's go! Enhancer haben wir gerade gemacht, Jan. Du wirst ihn lieben. Enhancer wird so stabil werden. Er bekommt Windfury-Totem wieder für die komplette Gruppe. Ja. So, aber ich war ja noch gar nicht fertig mit dem Shami. Shit.
Ich war ja noch gar nicht fertig. So, ja genau. Also Search of Earth hört sich auch gut an für Mystic Plus einfach. Swillwolf, Earthscape, ja, das ist die CC-Reihe. Ancestral, das bleibt da. Yes, for Spirit. Ja, bleibt auch alles. Cloudbus gucken wir uns gleich an. Lunapur, Flashwood, Fighter. Okay, Cloudbus Totem. Warte mal, da will ich mal ganz kurz was gucken. Hat man dann zweimal Cloudburst? Du hast dann zweimal Cloudburst, oder? Ja, das weiß ich. Ich hab ja ewig keinen Shami-Healer mehr gespielt. Hat man jetzt schon, ja. Aber für mich ist das halt was Besonderes, weil ich im Moment kein Shami spiele. Geil. Ja, auf jeden Fall mega. Also Shami hat wirklich die besten Änderungen bekommen. Alleine halt, wie gesagt, Mana Tide, Freunde. Mana Tide ist wieder zurück und Water Shield und Earth Shield. Ja, ja, Lennox, habe ich schon gesagt. Search of Earth wird interessant werden für Mystic Plus oder so. Schau mal, Shane Heal. Talent. Halt, halt. Every. Oh, das haben. Every. Oh, das haben sie auch angepasst, ne? Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Nee, ist genauso. Nee, nee. Ist nichts Neues. Aber doch, ist ein bisschen genervt, halt, halt. Ein bisschen genervt. Es sind, fand ich, 20%. Und jetzt sind es noch 10%. Also ein kleiner Nerf bei Hyde halt. Hat er das Feuertotem? Hat er auch, ja. Ich kann nur mir nicht die ganzen Sachen in die Leiste ziehen, weil es einfach zu viel ist. Hier, Searing Totem. Ja, das heißt, der Shami macht die ganze Zeit passiv Damage jetzt mit beim Raid noch. Was auch geil ist. Nur, dann wird natürlich die Problematik sein, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass das Searing Totem nicht irgendwelche Mobs aus dem CC holt oder sonstiges, ne? Weil ihr kennt das, ne? Du stellst Searing Totem, das ballert dann auf wahllos auf irgendein Ding rum, ne? Er hat sogar Lightning Shield, ja, aber das ist ja etwas, ne, eher uninteressant für einen Healer. Wir leisten einen denn, ja. Also mega gut, Freunde. Mega, mega, mega gut.